YouTube, was geht? Hier ist euer Fashion Bro Patrick von Always Overdressed. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich heute hier eine Menge Gäste am Start. Zu meiner Rechten einmal der Jan. Wie geht's dir? Grüß euch. Gut, dir, Bruder? Auch, dankeschön. Sehr gerne. Den Kelly Kayo Ketchup Mario ist auch da. Ihr wisst, ich bin Stammgast. Ja, mein Eiskai, der muss mal hier weg von meinem Kanal. Und immer. Was? Ich bin auch am Start. Ja, Mann. Ich habe mir gedacht, dass ich den Jungs mal 3 Sneaker mitbringe und dass jeder von den Jungs deren Meinung preisgibt, also sagt, ob das Hot or not oder Cop or Drop ist. Versteht, wie ich meine? Insgesamt 3 Sneaker. Ihr könnt mal gerne eure Meinung dazu einfach preisgeben, in die Runde sagen. Wir diskutieren darüber. Real Talk. Real Talk. Okay. Jetzt Real Talk an der Stelle. Okay. Ja, und checkt natürlich auch die Beschreibung ab. Da haben wir auch noch mal Videos bei den anderen abgedreht. Deswegen Links abchecken, die Kanäle abchecken. Ihr kennt den Spaß. Und ich will vorschlagen, wir fangen direkt an. Sitzt du dich jetzt hier mit den Schuhen hin oder bleibst du jetzt so stehen? Komm mit, Alter. Jetzt hier, bam. Als erstes Sneaker habe ich den Jungs den Balenciaga Triple S mitgebracht, den ich, ja, sehr, sehr gerne habe. Aber mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt. Könnt ihr ja gerne mal anfassen, gucken, ob euch der gefällt. Hey, wir haben den Kohlen dran gerochen. Riecht auf jeden Fall richtig gut. Oft hast du den noch nicht getragen, glaube ich. Ja, doch schon ein paar Mal, aber ich gehe da halt mit vorsichtig um. Ne? Ja, ich weiß, dass der ist ein sehr, sehr teurer Sneaker ist. Ja, das bezahlt 600 plus. Ich habe 650 gezahlt, aber der ist mit dem Preis jetzt hochgegangen. Ich glaube, die kosten mittlerweile fast 700 oder 695. Also da wir jetzt hier Real Talk reden, ja, meine persönliche Meinung, gar nicht mein Sneaker. Okay. Aber die steht ja so. Weil du einen komplett anderen Style hast. Wäre das ein Sneaker, den du dir kaufen würdest? Nein. Auf gar keinen Fall? Nein. Auch nicht, wenn er günstiger wäre als 600, 700 Euro? Ich wüsste nicht, wie ich ihn kombiniere. Deswegen. Okay. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Hose hätte, wo ich wüsste, okay, das geht. Okay, wenn er günstiger wäre, aber für den Preis. Auf gar keinen mit Fall. Mit meinem Style auf keinen Fall. Okay. Was hast du, Kelly? Ja, ich habe den ja in weiß, beige. Und der ist schon nice. Der ist schon nice. Das ist so ein Statement-Schuh. Weißt du, ja, du läufst. Aber jetzt eine Frage dazu: Wie bequem ist der Schuh? Boah, der ist kacken unbequem, aber. Du fühlst dich so schweben da drin. Du würdest auf Wolken laufen. Was du läufst, redet auch, der du läufst auch noch so. Der wippt so. Das Ding wiegt eine Tonne und du watschelst damit so rum, weißt du, was ich meine? Ist schwer. Ja, irgendwann, was hast du dazu? Also, das ist überhaupt nicht mein Fall und ich weiß auch gar nicht, was ich von dem Schuh halten soll, ist die Sache. Okay. Ne? Würde ich nicht tragen, aber wie Jan schon erwähnt hat, der steht dir extrem, ja? Aber es ist nicht mein Fall, vor allem, der ist extrem schwer. Ja, der ist super schwer. Würde ich mir selber nicht antun. Ich feier den. Kommen wir zu dem nächsten Sneaker. Ein Sneaker, den ich mir jetzt erst vor kurzem gekauft habe. Der Yeezy Boost 700 oder der Wave Runner. Hol ihn mal kurz raus und dann könnt ihr mir auch hier wieder eure Meinung sagen. Boah, der ist dreckig. Einen hier zu der rechten, einen zu der linken. Ich feiere diesen Schuh extrem. Ich wollte den unbedingt haben. Und jetzt am Release konnte ich ihn mir ergattern für 300 Euro. Also für den Yeezy, der mit Adidas released wurde, schon ziemlich teuer. Aber wir fangen mal diesmal ganz links an. Irma, was sagst du? Also ich feiere den Schuh unnormal. Ich werde mir den wahrscheinlich auch holen. Okay. Wenn ich den für 300 Euro kriege, hole ich ihn auch safe. Okay. Also ich feiere den Schuh, der ist krass. Der ist im Resale gar nicht mal so teuer. Ich glaube, so für 350, 400 Euro kann man den auf jeden Fall kaufen. Mindestens, also ich würde maximal 500 ausgehen. Ja, der safe. Ist krass, der ist krass, den hole ich mich safe auch. Am Anfang, als die Produktfotos nur rausgenommen, ja, ja, verwischten von Kanye West, da dachte man sich so, nee, da dachte ich, cool. Dann diese ersten richtigen Produktfotos, dachte ich so, wack, weil okay, das so nach plastikmäßig aussah alles. Aber in echt ist der grandios. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Goofy-Schuh vorne. Weißt du, was ich meine? Ja. So platt gedrückt, ja, so ein bisschen. Aber was mir halt so extrem gefällt, ist die Farbkombo. Allein die Laces so in diesem Gelb, ja, brutal. Jetzt kommt der Kritiker unter uns. Jetzt mag ich nicht. Wo schon 3 Leute positiv über den Schuh geredet haben, muss ich auch meine ehrliche Meinung dazu sagen. Auf Bildern fand ich ihn interessant. Okay. Wollte mir den darauf auch holen, als er rauskam. Hatte ihn auch in meiner Größe auf einen guten Preis. Angezogen, dann war es nicht mehr meins. Ist halt mehr so Sportsneaker, ne? Ja, ja. Das ist so ein Schuh, habe ich auch schon mal gesagt, die so unser Dad zum Müll rausbringen. Ja, weißt du, jetzt meine? Würdest du das aber natürlich auch ehrlich anders sehen. Würdest du den auch tragen und kaufen, wenn es ein Schuh von so einer No-Name-Brand. Safe, wäre. Safe. Nein, Bruder. Auf jeden Fall. Ihr? Ich glaube schon, weil diese Farbkombi, die kickt schon. Kickt da. Hey, du musst doch mal sehen, dass so welche, jetzt zum Beispiel der Yeezy, hat doch Platz gemacht für so diese No-Name. Ich ist nicht komplett No-Name, aber so ein Umbro zum Beispiel. Der ist so angelehnt an den. Und Umbro ist jetzt auch nicht so die Marke, wo jeder sagt, boah, geil. Weißt du, wie ich meine? Der kam schon durch den ganzen Yeezy. Ja, ja, genau. Das wird ja dann Sketchers so. Auch. Ja. Genau. Diese, weißt du, was ich meine? Und die haben ja auch nicht so diesen. Der,
nicht dasselbe Standing wie Yeezy. Und da würde ich auch sagen, ja, den würde ich auch anziehen. Weißt okay, definitiv feiere ich den mehr als den Balenciaga, aber wie gesagt, mich stand der nicht, aber cooler als Sneaker. Alles klar. Ja, bei der ist wirklich geil, jetzt immer. Ja, jetzt auf einmal, ne? Ja, ich sag mir, der ist geil, aber der steht mir nicht, Bruder. Kommen wir zu dem letzten Sneaker, den ich für euch vorbereitet habe. Ich glaube, ihr wisst, worauf das hinauslaufen wird. Ja? Ich werde keine gute Resonanz von euch kriegen. Bruder, ich verfolge ja deine Videos und ich fange auch direkt an, weil ich das jetzt sagen muss. Du hast in einem Video gesagt, ich versuche dich jetzt ein bisschen zu zitieren. Okay. Dieser Sneaker ähnelt dem Balenciaga Triple S von vorhin. Das habe ich nicht so gesagt. Ja, so ähnlich. Wenn ihr das mal von oben vergleicht, dann kann man wirklich erkennen, dass beide sehr, sehr breit geschnitten sind. Ich habe gesagt, der ist von der Breite her ähnlich. Ich als Zuschauer in deinem Video habe das so verstanden, dass du diese beiden Sneaker verglichen hast. Okay. So, ich verstehe vieles, akzeptiere vieles. Fashion, jeder hat sein Ding. Definitiv soll jeder machen. Ich würde eher den Balenciaga Triple S tragen, weil im Endeffekt trotzdem Balenciaga ist, so kann man wenigstens rechtfertigen. Ja, so irgendwie schon. Aber das, ich habe das im Urlaub gesehen, es gibt so Kinder, die haben hier noch so einen Reifen. So ein Rad. Die haben so ein Rad hier und das leuchtet dann hier und rollen so damit drüber. So. Deswegen, das ist überhaupt nicht mein Ding. Immer, was hast du? Was hast du dafür bezahlt? 50 Euro. 50 Euro? Ja, ja, 50 Euro. Ja, für 50 Euro geht übertrieben. Nein, also nein. Ich persönlich würde es auch nicht tragen, aber... Stellt euch mal den Vibe an. Eine schwarze Hose, die etwas weiter geschnitten ist, die da drauf stackt. Ja, weißt du, wie ich meine? Zu breit. Fass doch mal, oder das ist ein Kissen. Das hier ist einfach, das ist so ein Oldschool Skater-Sneaker. Ja, ja, das ist auf diese Zeit, wenn ihr wisst, noch mit Hip-Hop-Hose. Ja, und dann Skate. Ja, genau, diese Fufu, Julian, ja. Pelle, diese Marken. Ich finde, wie gesagt, mit einer Skinny Jeans auf gar keinen Fall. Aber dafür, dass du so viel Vibe spürst, hast du den nicht einmal getragen. Ja, Bruder, der ist neu. Der ist nicht neu. Same, den habe ich seit einer Woche rumliegen. Ja, rumliegen. Ja. Deswegen liegt er rum. Also abschließendes Statement, ja oder nein? No. Du? Ich würde den nicht kaufen, aber ich verstehe schon warum. Okay, du? Nein. Alles klar. Nee. Schreibt mir mal gerne als Question of the Video in die Kommentare, welchen Sneaker ihr davon feiert. Wie bereits erwähnt, checkt unten die Links ab, alles verlinkt für euch. Falls euch dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Peace.